Zum ersten Male in meinem Leben habe ich ein Manuskript zu einem Vortrag, damit er wirklich nicht länger wird als vorgesehen. Ich lese Ihnen zunächst ein paar Sätze vor, die einer der größten deutschen Naturforscher geschrieben hat. Diese Aussage ist irreführend. Es ist rühmlich, vermittels einer komparativen Anatomie die große Schöpfung organisierter Naturen durchzugehen. Die Übereinkunft so vieler Tiergattungen in einem gewissen gemeinsamen Schema, das nicht allein in ihrem Knochenbau, sondern auch in der Anordnung der übrigen Teile zum Grunde zu liegen scheint, wo bewunderungswürdige Einfalt des Grundrisses durch Verkürzung dieser und der Verlängerung jener, durch Einwickelung dieser und Auswickelung anderer Teile eine so große Mannigfaltigkeit von Spezies hat hervorbringen können, diese Analogie der Formen, sofern sie bei aller Verschiedenheit einem gemeinsamen Urbilde gemäß erzeugt zu sein scheinen, verstärkt die Vermutung einer wirklichen Verwandtschaft derselben in der Erzeugung von einer gemeinschaftlichen Urmutter. Durch die stufenartige Annäherung einer Tiergattung zur anderen, von den Menschen bis zum Polyp und von diesem sogar bis zu den Moosen und Flechten. An einer anderen Stelle heißt es, dass diese Urmutter anfänglich Geschöpfe von minder zweckmäßiger Form hervorgebracht habe. Diese wiederum andere, welche angemessener ihrem Zeugungsplatze und ihrem Verhältnisse untereinander sich ausbildeten. Nun, wer von Ihnen den Schreiber dieser Zeilen nicht an seinem Stil erkannt hat, der selbst seine größten Verehrer zum Wahnsinn treibt, der glaubt unbedingt, ich hätte aus einer etwas ungeschickten Übersetzung einer der alten Schriften Charles Darwins vorgelesen. Diese Sätze stammen aber aus der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant rund nicht ganz 100 Jahre vor Darwin. Wenn ich heute den Geist Immanuel Kants zitiere, so geschieht es deshalb, weil in diesen Worten ein sehr großer Teil des Forschungsprogrammes enthalten ist, an dem dieses Institut, meine Abteilung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, Herr Sleiper, Köhler, Lahrhausen, ganze Menge von den Anwesenden arbeiten. Die vergleichende Methode, die aus Ähnlichkeit und Unähnlichkeit von Merkmalen die Verwandtschaft, die genealogische Herkunft einer Lebensform rekonstruiert, die ist keineswegs nur der Biologie eigen. Der Sprachwissenschaftler, der Völkerkundler, der Historiker, wenn sie in ganz gleicher Weise an, die so wenig in der Zoologie das versteinerte, das fossile Dokument, die einzige Wissensquelle zur Rekonstruktion des großen Werdens ist, so wenig ist das geschriebene Wort oder, weiß Gott, erhaltene Reste aus alter Zeit, die einzige Wissensquelle für die historische Forschung, soweit sie den Menschen betrifft. Wo es sich um den Vergleich, in diesem Sinne rekonstruierenden Vergleich materieller Strukturen handelt, da ist das Museum das Mittel, in dem man, wie Herr Ministerpräsident schon gesagt hat, Dinge zusammenbringt, dass man sie nebeneinander halten und anschauen kann. Geschriebenes, Beschreibung nutzt nichts, denn das Wort bemüht sich nur umsonst, Gestalten schöpferisch aufzubauen. Die Gestaltwahrnehmung ist dazu notwendig. Und wo die vergleichende Forschung Bewegungsvorgänge zum Gegenstand hat, dort ist selbstverständlich der Film das einzige Mittel, das eine exakt vergleichende Forschung zulässt und wie der Ministerpräsident schon gesagt hat, ist in diesem Sinne die Enzyklopädie
ein Museum, das der vergleichenden Forschung dient. Die Gemeinsamkeit der Aufgaben, die von der Enzyklopädie ganz verschiedenen Disziplinen gegenüber zu erfüllen hat, macht sie, wie wir alle hoffen, zu einem Dolmetscher zwischen diesen Disziplinen. Humane und biologische Disziplinen sprechen leider noch sehr verschiedene Sprachen. Man missversteht sich sehr leicht. Der Film spricht eine eindeutige und allenverständliche Sprache. Beim Planen der heutigen Tagung diskutierten der Editor und ich, welches Thema recht geeignet wäre, um die Anwendbarkeit der vergleichenden Methode und die Verwendbarkeit des Films für die vergleichende Methode zu demonstrieren. Und wir sind übereinstimmend dazu gekommen, dass die Vorgänge der sogenannten Ritualisierung und insbesondere die Ritualisierung des Kampfverhaltens dazu ungemein geeignet seien. Lassen Sie mich einiges weniges über Ritualisierung schlechthin sagen. Julian Huxley bemerkte ungefähr im Jahre 14, dass bei Tieren die Kommunikation zwischen Artgenossen zu sehr großen Teil durch Bewegungen erfolgt, die deutlich als Symbole wirken, die anderswo hergenommen sind, die man wiedererkennt als Nestbaubewegungen. Zum Beispiel ein Haubentaucher bringt vom Grunde des Sees Nistmaterial herauf und vollführt der Haubentaucherin gegenüber Bewegungen, die deutlich als Nestbaubewegungen zu erkennen sind. Und das heißt, komm, wir wollen zusammen Nest bauen, anthropomorph gesprochen, und wird auch so verstanden. Wir kennen unzählige Ausdrucksbewegungen höherer Tiere, die ihre Mitteilungsfunktion in ähnlicher Weise aus der Symbolisierung alltäglicher, anderen Zwecken dienender Bewegungsweisen entnehmen, was schon Charles Darwin wusste, der auch wusste, dass es bei menschlichen Ausdrucksbewegungen oft sehr ähnlich ist. Die Geste des Ärgers mit Nasenrümpfen und Zähneentblößen ist von der Intentionsbewegung eines Zubeißens herzuleiten, dass der Mensch schon ehe ein Mensch wurde, nicht mehr gemacht hat, weil er mit den Händen gedroschen hat, wenn er wirklich bös geworden ist. Aber sehr oft überlebt auf diese Weise eine Ausdrucksbewegung das Symbol, die Bewegung dessen Symbols sie ist, deren Symbol sie ist. In der menschlichen Kulturgeschichte spielt sich nun merkwürdigerweise ein weitgehend analoger Vorgang ab. Sehr viele kulturell überlieferte Sitten und Gebräuche sind deutlich herzuleiten von anderen mechanisch wirksamen Bewegungsweisen. Die Enzyklopädie besitzt einen Film von Negern, von einer Begräbniszeremonie von Negern, wo die Neger als Ausdruck der Trauer merkwürdigerweise so vor sich hinstampfen. Zuerst versteht man das nicht, bis dann die Szene kommt, wo der Tote wirklich im Grabe liegt, und dann sieht man, dass dieses Stampfen das symbolische Feststampfen des Grabes ist. Julian Huxley gebrauchte den Terminus Ritualisation ohne Unterschied und ohne Anführungszeichen für stammesgeschichtlich entstandene Zeremonien von Tieren und für kulturgeschichtlich entstandene Riten und traditionelle Verhaltensnormen von Menschen. Nun, die beiden Vorgänge der stammes- und kulturgeschichtlichen Ritualisation sind einander in so vielen Punkten analog, dass ein selbstverständlich rein funktionell bestimmter gemeinsamer Begriff berechtigt ist. Immer führt die Ritualisierung dazu, dass aus einer anders wirksamen Bewegungsweise ein Verständigungsmittel wird. Die vorherige Funktion kann dabei erhalten bleiben oder auch nicht. Der Haubensteißfuß baut bei dem symbolischen Nestbau Balzen nicht mehr Nest. Der Storch bei einer analogen Zeremonie tut es. Da hat die Bewegung gleichzeitig die
kommunikative Funktion und noch ihre ursprüngliche. Bei den zitierten Negern ist beides der Fall, rein als Ausdruck des Grams, stampft er so ein bisschen vor sich hin und da ist es nicht mehr, da ist die ursprüngliche Funktion nicht mehr da, aber das wirkliche Feststampfen wird auch noch durch dieselbe Bewegung bewirkt. Ein kommunikatives System besteht immer aus Sender und Empfänger. Der Messgesang des katholischen Priesters ist vollkommen festgelegt. Der Rektor betritt gemessenen Schrittes die Aula. Gemessen. Das ist, er geht nicht gewöhnlich, sondern das heißt, dass sein Gang etwas ganz Bestimmtes bedeutet. Im Dienste der Kommunikation wird der Eindeutigkeit der Mitteilung wird das eingeengt. Regelmäßig werden dabei die als optisch wirksamen Teile der Bewegung durch schmückende körperliche Merkmale unterstrichen. Der Ringeltauber hat genau dort, wo er den Kopf aufbläht, schillernde Federn, die nur bei dieser Zeremonie in Erscheinung treten. Der Rektor trägt nur bei einer Universitätsfeier seine Kette. Alle diese und viele andere Veränderungen sind es, die den Ritus so schön machen. Die ritualisierten Bewegungen sind immer wunderschön und diese ästhetische Seite spielt zumindest bei den kulturgeschichtlich entstehenden Riten eine hochwichtige Rolle. Neben ihrer Funktion als Verständigungsmittel und über sie hinaus entwickeln ritualisierte Verhaltensweisen noch zwei weitere Leistungen, die für das Gesellschaftsleben höherer Tiere und des Menschen von größter Bedeutung sind. Sie bilden nämlich ein Band, die einer Kulturgruppe gemeinsamen Riten wirken als ein Band, das diese Kulturgruppe zusammenhält und sie leider auch gegen eine andere Kulturgruppe absetzt. Außerdem aber wirken sehr viele ritualisierte Bewegungsweisen und insbesondere wirkt die Ritualisation vieler Bewegungsweisen zur Entschärfung und Kanalisierung der Aggression. Und diese wichtigste Funktion der Ritualisation wird uns heute besonders beschäftigen. Was die ritualisierte Verhaltensnorm dazu befähigt, Gruppen zu binden und die Aggression zu meistern. Das ist das merkwürdige Eigenleben, das die Bewegungsweise mit ihrer Ritualisation gewinnt. Es ist ein geradezu magisches Eigenleben. Und das Wort magisch hat seine besondere Berechtigung bei den kulturgeschichtlichen Riten. Die phylogenetische Ritualisation führt ganz einfach zur Entstehung einer neuen Instinktbewegung. Das heißt, die Zeremonie wird zu einer Instinktbewegung sui generis, die genauso wie jede andere Instinkthandlung des Tieres, wie, weiß Gott, Kopulation oder Fressen oder Kämpfen, einen Stau erfährt, wenn sie lange nicht ausgeführt wird, zum Ausbruch drängt und entladen werden muss. Das heißt, die ritualisierte Verhaltensweise wird zu einem selbstständigen, motivtierischen Verhaltens. Wenn Sie einer Graugans unmöglich machen, die berühmte und herrliche Zeremonie des Triumphgeschreis auszuführen, zu der sie ganz bestimmte Partner hat, die sie individuell kennt und mit denen sie zusammenlebt, dann stirbt diese Graugans unter Umständen. Man sollte es nicht glauben, aber es ist so. Ritualisiertes Kampfverhalten. Das, was mein Lehrer Oskar Heinroth einen Kommentkampf, zu Deutsch einen Kommandkampf nannte. Das entsteht bei sehr verschiedenen Tieren dadurch, dass dem Beschädigungskampfe ein ausführliches und langes Drohverhalten vorangeht, gleich dem Schimpfduell der homerischen Helden. Drohverhalten ist per Definition ein Verhalten, das gleichzeitig von Aggression und von Furcht motiviert wird. Und in dieser Konfliktsituation treten eine Reihe von Bewegungsweisen auf, primär die reine Epiphänomene, reine Nebenprodukte des inneren Konfliktes sind.
Das Tier atmet tief, es stellen sich ihm die Haare oder Flossen auf. Es macht einen kleinen Scheinangriff und zuckt zurück. Alles das, was es bei reiner Aggression nicht täte. Und diese kleinen Epiphänomene unterliegen nun dem Vorgang der Ritualisierung. Der Fisch stellt sich quer und das Flossenspreizen wird übertrieben, dass er sowieso aus Angst macht im Konflikt. Die Flossen werden vergrößert. Dort, wo sich einem die Haare sträuben, kriegt der Wolf eine Mähne, die sein Drohen eindrucksvoller macht und so weiter und so fort. Die Selektion wählt dabei solche Teile des Körpers unter Bewegungsweise, die Eindruck machen, die also einschüchternd wirken. Außerdem aber macht sich ein Selektionsdruck bemerkbar, der nicht einfach der Einschüchterung dient, sondern der Mitteilung an den Gegner, wie stark der andere ist. Fische stellen sich bei den Drohverhalten nebeneinander, als ob sie ihre Länge messen möchten. Sie kennen vielleicht wie kleine Buben, bevor sie raufen, sich gegenseitig mit der Schulter anrempeln. Ich will das hier nicht allzu stark demonstrieren. Und dann hat noch einer die Möglichkeit aufzugeben, bevor es zur Rauferei kommt, weil er merkt, der andere ist sehr viel stärker wie er. Aus dem unentschlossenen Zubeißen wird bei Fischen der sogenannte Maulkampf, wo sich die Tiere am Maul packen und hin und her ziehen. Das kann manchmal stundenlang dauern. Und dieses durch ritualisierte Bewegungsweisen verfestigte Drohverhalten muss nun ausgeführt werden, bevor das Tier kämpfen kann. Er kann gar nicht einfach losgehen, wenn auf einen anderen Gegner, ehe er diese Sachen vollzogen hat. Bevor er mit dieser Zeremonie fertig ist, kann er gar nicht zubeißen. Sie werden das auch noch im Film sehen. Es wird also verhindert, dass sofort ein Tier das andere in eine ungeschützte Körperstelle beißt. Das macht auf den Beobachter den Eindruck der Fairness, der Ritterlichkeit des Kämpfens. Ich soll vielleicht sagen, dass Aggression gegen den Artgenossen nicht, wie Sigmund Freud glaubt, einem lebensvernichtenden Todestrieb entspringt, sondern in seiner ursprünglichen, normalen Funktion durchaus ein der Artenhaltung dienender Instinkt ist. Seine Funktion ist, kurz gesagt, Abgrenzung des Territoriums, das heißt Verteilung der vorhandenen Tiere, möglichst gleichmäßige Verteilung der Tiere über den verfügbaren Lebensraum, so wie sich elektrische Ladung auf einem kugelförmigen Leiter abstoßen und verteilen, so tun das Tiere durch territoriale Aggression. Selbstverständlich dient die Aggression auch der Selektion des stärksten, des besten Familienvaters, des stärksten Familienvaters. Rivalenkämpfe finden wir besonders bei Tieren, bei denen der Vater dann Territorien verteidigt. Der Sinn des ritualisierten Kampfes liegt nun zweifellos darin, diese Funktionen zu vollbringen, ohne dafür ein Individuum zu opfern, ohne Wunden dafür zu zahlen zu müssen. Denn es kann ja sehr leicht der Sieger nach einem solchen Fischkampf sofort nach dem Sieg von einem Reiher gefressen werden, und dann ist es durchaus im Interesse der Arterhaltung, dass der von ihm eben Verhauene möglichst wenig beschädigt ist. Dieser Zweck wird schon erreicht, wenn das Drohen lang hinausgezogen wird. Es ist bei manchen solcher Fische, besonders bei Fischen, wie Sie manche sehen werden, ist das Kämpfen mit dem Maul, dieses Maulzerren, so lang hingezogen, dass man schon zwei sehr gut ausgewogene Gegner braucht, um überhaupt den Beschädigungskampf, der dann doch folgt, zu sehen zu bekommen. Es gibt aber Tiere, bei denen der Beschädigungskampf tatsächlich verschwunden ist, wo nur mehr ein hochritualisierter Kampf stattfindet. Herr Thomas wird Ihnen einen solchen im Film zeigen. Ich habe vielleicht nicht genügend klar gemacht, dass das ganze Reglement des Kommentkampfes selbstverständlich nur zwischen Artgenossen gilt.
ein Zichlidenpaar, das einen großen Raubfisch in sein Gebiet schwimmen, einschwimmen sieht, das macht keine Zeremonien, die der Hecht auch gar nicht verstehen würde, sondern das fahrt, haste was kannste, auf den los und rammt sofort und ohne jede Präliminarien. Gerade die Schrecklichkeit dieser interspezifischen Attacken, die notabene immer nur defensiv sind, bringt einem zum Bewusstsein, dass es ganz unritualisierte Kämpfe kaum gibt. Ich kenne keine einzige Tierart, mit einer einzigen Ausnahme, wo der Rivalenkampf immerhin häufig zum sofortigen Tode eines der Kombattanten führt. Das ist eine Mauereidechse, Lacerta melisselensis, wo Gustav Gram wiederholt gesehen hat, dass beim ersten Schüttler ein Gegner dem anderen das Rückgrat bricht. Das Zentralnervensystem hat einen geradezu gemeinen Trick, analoge Leistungen auf verschiedenen Ebenen der Integration und der Komplikation in so ähnlicher Weise zu vollbringen, dass auch der mit allen Wassern gewaschene Verhaltensforscher unter Umständen verleitet werden kann, Dinge, die nur analog sind, für homolog, ja vielleicht sogar für physiologisch identisch zu halten. Dagegen müssen wir uns immer sehr sorgfältig bewahren. Wir wissen aber, kann ich Ihnen versichern, sehr genau, wie man das tut. Hier ist es ja genauso. Die Festigkeit und Unverbrüchlichkeit des Ritus wird bei phylogenetischer Ritualisation einfach dadurch gewährleistet, dass eine Instinktbewegung daraus wird, die obligat so und nicht anders verläuft. Bei dem kulturell entstandenen Ritus tritt die Überlieferung anstelle der genetischen Vererbung und die Unverbrüchlichkeit des Ritus wird durch ganz eigenartige psychologische Phänomene gewährleistet. Erstens bekommen wir Angst, wenn wir gegen den Ritus verstoßen. Schon bei individuell gebildeten Gewohnheiten kann es vorkommen, dass man sklavisch genau daran festhält und Angst bekommt, wenn man dagegen verstößt. Der Psychiater kennt den Zwangsneurotiker, der geradezu Zeremonien vollbringen muss, und wenn er etwas daran auslässt, wird er von magischer Angst, von einer magischen Vernichtungsangst befallen. Sie wissen, wie wir alle noch zaubern, wenn man nicht berufen, 1, 2, 3 auf Holz. Man kann doch nicht wissen, was passiert, wenn man den Blödsinn unterlässt. Nicht wahr? Und das ist ein Beispiel, wie die Angst, die Peitsche der Angst, einen vor Durchbrechung des traditionell überkommenen Ritus bewahrt. Auf der anderen Seite wäre es ganz falsch zu glauben, dass der Ritus nur als böse Vaterfigur einen dazu antreibt, du wehe dir, wenn du schlimm bist. Wir lieben den Ritus ja. Und was die Ästhetik des Ritus anbelangt, das Gepränge des Ritus, so irrt der Bilderstürmer, wenn er glaubt, dass die Pracht des Symbols der Vertiefung, der Verinnerlichung des Symbolisierten abträglich sei. Im Gegenteil, wir lieben das Symbol so, wie wir lächerliche Symbole, den Christbaum, die Kerzen am Christbaum lieben. Das ist gar nicht so alt, dieses Symbol, aber wir lieben es, wir lieben den Brauch, wir kämpfen eventuell für ihn und wir müssen uns sehr dagegen hüten, jene zu verachten, die einen anderen Brauch haben. Denn fein ist per Definitionen das, was unsere Mama uns gesagt hat. Wenn ich hier menschliches Verhalten von seiner funktionellen Seite her betrachte und mit dem von Tieren in Analogie setze, so muss ich erfahrungsgemäß mit einem wertphilosophischen Missverständnis rechnen. Selbstverständlich stellen die kulturgeschichtlich entstandenen Riten und Verhaltensnormen wirkliche Werte dar. Ohne kulturgeschichtliche Ritualisation wäre keine Sprache möglich. Verträge würden nicht binden, Schwüre
würden nicht gelten, wenn nicht die Vertragsschließenden gewisse Verhaltensnormen gemeinsam haben, bei deren Durchbrechung sie es mit der magischen Vernichtungsangst zu tun kriegen. Also ohne die Ritualisierung, die Steifheit des Ritus und der traditionellen Verhaltensnorm geht es nicht. Das ist das Skelett der Kultur. Wie alle Skelettstrukturen machen sie aber steif. Und das, wovor wir uns hüten müssen, ist zunächst einmal, dass wir sagen, mir sah mir, wie es auf Wienerisch heißt, und die kulturellen Normen anderer Gruppen nicht ebenso hoch zu schätzen und ihnen denselben Wert zuzugestehen wie die unseren. Sonst führt nämlich die berechtigte Verehrung für unsere Kultur zum Religionskampf gegen eine andere. Wie alle festen Stützen, habe ich gesagt, machen die Verhaltensnormen auch steif. Und das rasende Tempo, das die moderne technologische Entwicklung und die Explosion der Bevölkerung den Menschen aufzwingt, bringt es mit sich, dass diese ritualisierten Verhaltensnormen so schnell veralten können wie instinktive. Gefährlicher sind sie in diesem Falle deshalb, weil wir es zwar gelernt haben, unseren Instinkten zu misstrauen. Das haben wir schon so ungefähr weg, dass wir unsere natürlichen Neigungen nicht unbesehen hinnehmen dürfen, nicht unbesehen folgen dürfen. Während bei den traditionell überkommenen Riten, die vom Urgroßvater her geheiligt sind, es uns schwerer fällt, uns darüber klar zu werden, dass die Befolgung der Riten nicht an sich ethisch, sondern nur genauso moralisch-ethischem Verhalten analog ist, wie das Ausleben sozialer Instinkte, die uns angeboren sind. Die Kontrolle durch die kantische Selbstbefragung, durch verantwortliche Moral, ist also bei den kulturellen Riten, so unentbehrlich und so wertvoll sie sind, nicht weniger notwendig wie allem instinktiven Verhalten gegenüber. Danke.